Alter, ich bin doch nicht am Beppo oder was? Die Oma ist ja voll cool drauf. Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Muck. Er meinte doch die Bosos. Na, dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Okay. Okay. Ich muss immer die Aufnahme mal kontrollieren, wenn die wieder anfängt und so weiter. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau! Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Grips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Muck. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Die Bambina, die kennen wir ja noch. Ja, die Bambina ist so ein bisschen so eine Powerfrau, will ich mal sagen. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Muck. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Den Landstreicher, den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Versteht ihr überhaupt, was ich da sage? Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Der scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Das Haus ist gar kein Haus. Das ist einfach eigentlich nur ein Dach. So mal nebenan, so bemerkt, ne? Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Muck. Das war doch ein Landstreicher. Alter. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Alter, die können einem ja richtig auf den Sack gehen. Okay, wir gehen mal da rein, in das Dach. Bin mal gespannt, wie es da drin aussieht. Was ist denn hier los? Frage ich mich auch gerade. Guck mal, Opa. Alter. Wir haben Besuch. Was ist das denn? Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Boso? So ein Unsinn. Boso hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Boso liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Oh. Alter, und dann noch dieses Klatschen aus den 70er Jahren. Oder wo ist das her? Ich habe keine Ahnung. Das hat man da früher immer so gemacht in irgendwelchen schlechten Sitcoms. Baby Boso. Oh, ist das süß! Genau. Filmreif. Oscar-verdächtig. Alter. Ist seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Klein mit klatschen. Alter. Was ist das süß? Okay, wir gehen wieder. Ja, wir gehen hier mit Mama Bo. Du bist dann wohl Bosos Mutter, richtig? Rate nochmal. Alter. Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma, die Vorkosterin. Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte.
Was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Oho. Ich bin natürlich die Mutter. Oho. Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Oho. Komm zu Mama. Oh Gott. Das wird mir gerade etwas zu heiß hier. Ich zieh schon mal mein T-Shirt. Ach, sag ich nicht. Ich nehme ja sowieso nackt auf. Oh, von daher. Was stimmt denn nicht mit Boso? Ach, Rufus. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seine geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten unter. Oh Gott. Auch. Funkelfee. Scheiße. Ja gut, wir haben auch seinen Kutter zerstört. Dann wäre ich auch niedergeschlagen. Niedergeschlagen? Sagt man das so? Nieder? Ich wäre traurig. Ich mache Boso wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Das wünschst du dir nicht, glaub mir. Weißt du zufällig den Weg zum geheimen Rebellenlager? Aber natürlich. Du musst einfach unten an der Straße quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten. Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. Woo, yeah, was daran habe ich ja noch gar nicht gedacht gerade, aber das ist... Oh Gott! Kannst du mir etwas über Boso erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Wortwörtlich. Was für eine Büchse? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Dia-Projektor von Bosos Tante. Versteck dich! Ich wusste gar nicht, dass Boso aus Portafisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Drückt er denn seine Zahnspange gar nicht mehr? Ich werde ihn daran erinnern. Stündlich, wenn's sein muss. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Boso einen kleinen Bruder hat. Der ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja, alle männlichen Bosos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Vielleicht sollten sie ihre Muttermilch als... Oh Gott. Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialschampons? Das ist ein Geheimnis. Ich wusste gar nicht, dass Boso so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Oh. Wo ist Bosos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Ich sag schon gar nichts mehr, weißt du, weil... Nö. Wusstest du, dass Boso eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Boso hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Das traue ich erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. Sicher ist sicher, ne? Wie war Boso als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind.
Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu Besuch. Das glaub ich dir nicht. Nicht seit der Briefträger das Fenster verstopft. Ja. Einfach geil. Das glaube ich dir nicht, junge Frau. Übrigens, das Kinderbett ist... Was ist das? Sieht auf jeden Fall geil aus. Ich hätte auch gern so ein Kinderbett gehabt, aber... Wir waren ja mittellos. Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht. Den hat's auch schon gehabt. Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Den General hat sie auch schon gehabt. Das, ja. Ja. Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Boso sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Okay. Wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Boso mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Boso eine Freundin ins Haus bringt. Weil das nie passieren wird. Okay. Ich mache Boso wieder schon, gesund. Du bist so... Ich wünsch... Das hatten wir schon. Okay. Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Busos Ballettunterricht raus. Oh, ist die mies, die Alte. So, gehen wir mal dahinter. Grüßen wir mal Boso ein bisschen. Oh Gott. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Raus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab. Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Boso. Oh, Backe. Oh, oh. Boso? Lass mich in Ruhe. Ach, du meine Güte. Es sind nicht die Schüttelpocken, so viel steht fest. Aber was hat er dann? Tja, was können wir denn hier alles machen? Jemand Sparschwein? Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ja, ja, schon gut. Okay, was haben wir hier noch? Was haben wir denn da? Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Der ist so fies, Rufus, einfach nur. Der ist einfach nur so mies drauf. Hey, Boso, hier ist ein Brief von deinem Vater. Was? Das heißt, warte mal, mochtest du deinen Vater? Aber ja. Nee, dann glaube ich nicht, dass dich das aufmuntern würde. Oh. Oh. Hey, Boso, sag, Na komm schon, ein für Mama, Boso. Will ich. Ihm fehlt in Form von gut. Psychopharma, ach so. Ich wusste ja, jetzt haben wir... Okay. Gehen wir mal raus. Gehen wir mal zu Mama Boso und geben wir mal den Brief. Post für Witwe Boso. Hier wohnt keine Witwe Boso. Was wollen wir wetten? Alter. Hey, genau. Wo bleibt der Applaus? Nee, das war ein Brüller. Nee. Was steht in dem Brief, Rufus? Sag ich nicht. Ich will das Gelächter zurück. Doch, so mieser. Ich habe hier einen Lutscher für Baby Boso. Oh, das ist aber lieb von dir. Gib ihm bitte nicht alles. Er ist dann immer... Okay. Na, möchtest du einen Lutscher haben? Ja. Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Hm. Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Aha. Oh. Ein süßer Fratz. Oh.
Oh, Alter. Ach, ja, ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich, ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Ja, hat sie. Guck mal auf das Baby. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Hey, das ist nicht lustig. Vielleicht doch ein wenig. Ich glaube, wir müssen mal das Baby suchen. Baby, Baby. Ah, wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Ich glaube, da runter. Oh, da gibt es so viel zu entdecken, aber wir müssen die Folge auch schon wieder beenden. Ach, Mano. Babyfon? Joa, einfach mal eingesackt. Brief. Das versuche ich lieber nicht nochmal. Ich will ja nicht die... Nee. Okay, ich denke mal, wir beenden erstmal die Folge, speichern gerade nochmal. So. Bevor wir hier nämlich weitergehen. Speichern? Nee, warte mal. Hier speichern. Speichern. Ich hoffe, das ist gespeichert. Hauptmenü. Dann speichern. Ja, es ist gespeichert. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.